Jetzt hier den Berg runter. Boah, das wäre crazy. Ja, mit 290, alles klar. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute werden Marcel. Hallo. Und ich wieder mal eine Runde 5 Runden Rennen rückwärts fahren und zwar in Monaco. Klingt auf jeden Fall spaßig, ist es auch. Wir haben für Marcells Kanal ein Video aufgenommen, auch 5 Runden Rennen in Monaco und wir haben da so eine kleine Reifen-Challenge gemacht. Erfahrt ihr, wenn ihr auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung klickt. Falls eine Frage auftauchen sollte, ja, das hier ist ein neues Bild. Ich bin mal so nett und verlinke euch das Ganze auch nochmal in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich sicherlich Charles Leclerc und sein F175 irgendwie ins Zimmer hängen möchte. Wie dem auch sei. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, let's go. 3, 2, 1 und go. Oh. It's lights out and away we go. Hoppala. So, heute bin ich mal mit dem Alfa Romeo unterwegs und der Ferrari vor mir. Und ihr fragt euch sicherlich, Mike, was ist mit dem Alfa Tauri? Du fährst doch sonst immer. Das ist richtig, aber was haben Alfa Romeo und Ferrari gemeinsam? Marcel, magst du mal einspringen? Charles Leclerc. Genau. Ja gut, damals ist Charles Leclerc noch in einem Sauber-Auto gefahren. Sauber ist ja sozusagen die Obergruppe, ne, die Alfa Romeo auch sozusagen auch drin hat. Und ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst, deswegen fahre ich heute mit dem Alfa Romeo. Ja, genauso so möchte ich das nicht nehmen. Ich bleibe genauso wie in andersherum auch an der verdammten Leitplanke da hängen. Ist das geil. Ist okay. Echt gemein an die Stelle. Ja, ich bin Monaco ehrlich gesagt noch nie rückwärts gefahren. Marcel? Ich tatsächlich schon. Und was? Zwar erst vor 1-2 Tagen. Nein. Ja. Also ich bin Monaco noch nie rückwärts gefahren. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, liebe Leute, dann macht das auch mal. Okay, go. Ist wirklich ganz cool. Also hat auch einen ganz nicen Flow. Kann zwar leicht an irgendwelchen Wänden hängen bleiben, auch hier am Exit ist sehr gemein, aber macht Spaß. Auf jeden Fall. Okay, die erste Runde habe ich jetzt überlebt. Hurra. Hier kommt man extrem angeschossen. Man weiß überhaupt nicht, wo der Bremspunkt ist. Hier rum. Hier, die Kurve ist auch sehr tricky. Das hackt ganz einfach aus. Die Hafenschikane, ey, ohne Scheiß, die Hafenschikane und meine Wenigkeit, keine Freunde mehr in diesem Leben. Ich kann die nicht ab. Ich muss aber sagen, mir gefällt die Haarnadel hier bergauf tatsächlich besser als rückwärts. Stimmt. Und habt ihr eben gesehen, man kann sich schön wegdrehen. Und auch diese eine bergauf links vor der Haarnadel. Oh Gott. Man stellt sich mal vor, wir hätten jetzt Simulationsschaden reingenommen. Oh Gott. Ich bin schon raus. Ja, vielleicht hätte Leclerc ja auch mit kaputten Turbo und kaputter MUH in Monaco gewinnen können. Spanien. Erst recht. Ja, aber ich meine, wenn das in Monaco passiert wäre, hätte er vielleicht noch gewinnen können. Ja, ihr habt es alle mitbekommen, liebe Leute. Es ist jetzt offiziell bestätigt. MGOH und der Turbolader haben bei Leclerc den Geist aufgegeben. Sehr, sehr schade. Er hatte auf jeden Fall Chancen zu gewinnen. Aber was ich jetzt gehört habe, er wird andere Komponenten nehmen, aber nicht nagelneue, sondern gebrauchte. Normalerweise halten die MGOHs und MGO und die Turbolader so, weiß ich nicht, 6 Rennen etwa. Und Ferrari hatte noch welche im Portfolio, die... Alles klar. Ferrari hatte noch welche im Portfolio, von daher wird er wahrscheinlich keine Strafe bekommen. Das ist ja schon mal für jeden Ferrarist da draußen ein Segen. Auf jeden Fall. Jetzt hier den Berg runter. Boah, das wäre crazy. Ja, mit 290, alles klar. So, wir sind jetzt in Runde 4. Sehr gut, dass du immer mitzählst. Ja, ich habe das mir schon irgendwie gedacht. Scheiße. Einer muss ja mitzählen. Genau. Sonst fahren wir, bis der Sprit leer ist. Ja, der Sprit ist immer genau nach der 5. Runde fertig. Also alle. Oh Gott. Kann hier aber auch
Ah! Nicht vorbeikommen wollte. Du kommst nicht vorbei, vergiss es. Ja, Freunde, ihr wisst es ja mittlerweile. Charles Leclerc hat nie die Zielflagge in Monaco bei seinem Heimrennen gesehen. Glaubt ihr, 2022 kann sich das ändern? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentarsektion. Also ich glaube, dieses Mal schafft das. Marcel, was meinst du? Ich denke auch, er wird die Zielflagge sehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er gewinnt. Der Red Bull ist, denke ich, sehr, sehr stark. Und selbst Mercedes, die sollen ja sehr gute Traktion haben. Ich glaube, die können auch hier in Monaco ein Wörtchen mitreden. Ferrari hat eine sehr gute Beschleunigung, habe ich gehört. Ja. So, in die letzte Runde. Jawohl. Also langsam komme ich mit der Strecke klar. Ah, ich merke das schon. Wirklich komisch, dass es erst Richtung Rennende soweit ist. Ich hasse diese Hafenschikane, Mann! So, komm, Windschatten! Ey! War leicht hart, würde ich sagen. Aber ist noch in Ordnung. Boah. Letzte Kurve. Ja. Da ist der Win. Nice. Autsch. Ich weiß gar nicht, wie steht's momentan? Ich glaube, das ist vorne. Keine Ahnung. Community, wisst ihr das zufällig? Schreibt's gerne mal rein. Also, wer von uns beiden hat mehr gewonnen? Wie gesagt, schreibt's in die Kommentare. Ja, liebe Leute, in diesem Sinne soll es das mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde sagen, einen schönen Vatertag an dieser Stelle noch gewünscht, weil dieses Video ja am Donnerstag kommt. Und ich würde sagen, haut rein, ein schönes Rennwochenende gewünscht und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und tschüss.